Gerade weil es ja in Zukunft, also in der Zukunft von Schule, um völlig neue Arten des Lernens geht und des Sich-Bildens, also ganz neue Strukturen und Prozesse entstehen sollen, in denen sich Bildung ereignen kann. Gerade weil es darum geht, würde ich die Frage, was machen wir denn mit den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die ganz anders programmiert sind, würde ich die offen angehen und sagen, ja, weil und wenn und falls sich tatsächlich in Richtung neuen Lernens und neuer Bildung was entwickelt, warum soll das nicht auch jene Menschen ergreifen, also packen, oder? Und Entwicklung ermöglichen, von denen wir es im Moment vielleicht gar nicht so zutrauen. Also sprich, natürlich für diese Entwicklungs- und auch Innovationsprozesse, vor denen Schule und öffentliche Bildung steht, die sind riesig, die sind gewaltig. Und die allermeisten Lehrpersonen sind damit de facto im Moment überfordert. Und denen fehlt auch Wissen, Kompetenz, Bereitschaft, sich auf diese Wege einzulassen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Überhaupt nicht. Wenn wir weiterhin stark auf dieses Ziel fokussieren, neues Lernen und alternative Bildung, also mit ganz viel Selbstverfügung und Selbststeuerung und Selbstorganisation bestehen, wenn wir darauf bestehen, warum sollte das denn dann nicht auch eine Wirkung auf diese Lehrerinnen und Lehrer haben? Für mich gilt da nach wie vor ein ganz wichtiger systemischer Aspekt von Handeln und Entwicklung, nämlich der, den ich von Metaplan geklaut habe, dass es besser ist und sinnvoller und wirkungsvoller und nachhaltig an den Verhältnissen anzusetzen, nicht am Verhalten, wenn du was verändern willst. Natürlich kannst du immer wieder den Lehrerinnen vorwerfen, den SchülerInnen, den Eltern, den Schulleitungen und so weiter, dass die Höllele und so. Ne? Du kannst aber auch eine andere Perspektive einnehmen und sagen, lass uns doch gemeinsam an den Verhältnissen arbeiten, damit ein anderes Verhalten möglich wird. Aller Beteiligten.